Gibt es ein prägnantes Argument, mit dem fundamentalistischen Strömungen begegnet werden kann? Ja, ich denke, es gibt ein solches Argument. Ein Argument, das zeigt, dass man nie mit Sicherheit feststellen kann, dass irgendein Satz wahr ist oder irgendeine Überzeugung wahr ist. Und das ist das Argument, das sich gegen die klassische Begründungsidee richtet. Die klassische Begründungsidee besteht ja darin, dass man mithilfe eines Verfahrens zu zeigen sucht, dass bestimmte Überzeugungen mit Gewissheit wahr sind, mit absoluter Gewissheit. Und das heißt, sie sind unanzweifelbar und deshalb auch niemals revidierbar. Und das Argument dagegen ist ein Argument, das ich mit dem Namen Münchhausen-Trilemma benannt habe, in Erinnerung an den Baron Münchhausen, der versucht hat, sich am eigenen Schopf selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Nun, das ist das Folgende. Wenn man etwas sicher begründen will, dann kommt man entweder in einen unendlichen Regress, man muss die Sätze oder die Überzeugungen, die man zur Begründung angeführt hat, ja wieder begründen und dann muss man wieder begründen und so weiter. Und ein unendlicher Regress, ein unendlicher Rückgang kann niemals durchgeführt werden. Oder man kommt in einen logischen Zirkel, indem man etwas, was man begründen will, an irgendeiner Stelle dieses Rückgangs selber wieder voraussetzt. Das ist zwar logisch einwandfrei, aber es ist keine Begründung, liebe Leute. Man kann nichts damit sicherstellen. Und schließlich kann man Folgendes machen: Man bricht einfach diesen Rückgang an irgendeinem Punkt ab und sagt, das ist sicher. Aber das ist natürlich praktisch die Rückführung auf ein Dogma, denn grundsätzlich kann man an dieser Stelle zweifeln. Und es kann niemand zeigen, dass es nicht irgendwann einmal, wir brechen bei irgendeinem Satz ab und stellen ihn als sicher hin. Nun wissen wir ja aus der Logik, dass jeder Satz unendlich viele Konsequenzen hat. Und man kann niemals sicher sein, dass man nicht einmal auf eine Konsequenz stößt, die anderen Anschauungen, die man hat, widerspricht. Dann hat man einen Widerspruch. Also dieser Rückgang auf ein Dogma ist auch wieder keine sichere Begründung. Infolgedessen würde ich sagen, die Idee der sicheren Letztbegründung, also dass man etwas mit absoluter Gewissheit begründen kann, ist defekt. Können Sie uns ein prägnantes Beispiel nennen für eine normativ-ethische Konzeption, die in dieses Münchhausen-Trilemma hineingerät? Ja, eigentlich jede beliebige, nicht? Zum Beispiel, wenn man den Satz aufstellt, man darf, du sollst nicht lügen, nicht? Dann müsste man ja diesen Satz mit irgendetwas begründen können, nicht? Und ich weiß nicht, wie man ihn begründen kann, aber man könnte sagen, wenn jemand lügt, dann sagt er die Unwahrheit und die Unwahrheit einem anderen zu sagen, führt zu irgendwelchen schlechten Konsequenzen. Nun kann man sagen, wieso sind diese Konsequenzen schlecht? Wie kann man begründen, dass das zu schlechten Konsequenzen führt? Dann muss man einen weiteren Satz nennen und so weiter und so weiter. Wenn man bei dieser ganzen Geschichte dann oben nochmal den Satz einführt, aber du sollst nicht lügen, dann ist man im logischen Zirkel. Also bleibt man auf dem Satz stehen, du sollst nicht lügen, aus einem Dogma. Aber es kann ja Folgendes auftauchen. Es kann einem ein Beispiel dafür einfallen, dass Lügen eigentlich eher gute Konsequenzen hat. Zum Beispiel eines der bekannten Beispiele, was immer wieder gebracht wird, ist ja, dass jemand verfolgt wird, meinetwegen im Dritten Reich von der SS. Man versteckt ihn und dann kommt der SS-Mann und fragt, hast du ihn versteckt? Und dann, wenn dann der Satz absolut gilt, du sollst nicht lügen, dann muss man ihn verraten und hat ihn eventuell zu Tode gebracht damit. Also mit genügend Fantasie können einem Beispiele einfallen, angesichts deren der Mann, der den Satz selber vertreten hat, schließlich ihn zurückziehen würde in dieser Absolutheit.